Hallo, ich bin Kathleen. Ich bin Geraldine. Wir erzählen euch heute ein Märchen der Brüder Grimm auf Hochdeutsch und auf Alemannisch. Es hätte mal ein kleines Meitli ka. Und sel Meitli, das hätt kei Mutti ka. Und auch kei Vater. Das hätt kei Oma ka. Und auch kei Opa. Kei Schwester. Und kei Bruder. Smeidle hätt kei Dach überm Kopf ka. Und kei Bettle zum drin schlofe. Smeidle hätt nüt ka. Gar nüt. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das hatte keine Mutter und keinen Vati. Das hatte keine Oma und keinen Opa. Das hatte keine Schwester und keinen Bruder. Das Mädchen hatte kein Dach über dem Kopf und das Mädchen hatte kein Bettchen zum drinnen schlafen. Das Mädchen hatte nichts, gar nichts. Momentle mal, jetzt watsche mal. Drei Sach hätt's Meitle Schocker. Ah, stimmt. Drei Dinge hatte ja das Mädchen. Das Mädchen hatte eine Mütze. Und Sally Kappe hätt sie auf der Ohre ka. Und das Mädchen hatte ein Brot. Und Sell Brötle hätt sie in der Hand ka. Und das Mädchen hatte ein Kleid. Und Sell Kleidle hätt sie auf dem Leible ka. Aber weil das Mädchen da, wo es war, niemanden kannte, da ist sie losgelaufen. Und gloffe, und gloffe. Und gegangen, und gegangen. Und gloffe, und gloffe. Zmitzdure durch den Wald. Auf der Söch, nach einem besseren Ort. Und wie sie so durch den Wald ging, da ist der Mond aufgegangen. Und da sah sie im Mondenschein am Wegesrand einen alten Mann sitzen. Der hielt sich den Bauch fest und sagte immer, aua, aua, oh, mein Bauch, aua, aua. Und das Meitli ist obliebe und hätt gefrockt, du was häsch? Och, Mädchen, ich hab solch einen Hunger, ich hab solch einen Hunger. Ach, hätt's Meitli gesagt. Ich ha auch Hunger, aber nur wenn. Und ich ha Brötle in meiner Hand. Und sell will ich dir geh. Und du hättst ihr moll vom Brötle abbisse. Aber nur wenn. Und der Rest, der ganze Rest, hätt sie dem alten Ma geh. Oh, ein ganzes Brot für mich. Danke, danke, Mädchen. Und der Alte, der hat das ganze Brot aufgegessen bis zum letzten Krümel. Und da hatte er keinen Hunger mehr. Und er ging seiner Wege. Und das Mädchen, das ist weitergelaufen. Ist und gegangen. Und gegangen. Und gegangen. Und klopfe. Und wie sie so ging, da kam ihr auf einmal ein Junge entgegen. Der rannte ganz schnell, der rannte so schnell wie ein Blitz und seine Hände, die hatte er auf seinen Ohren. Und er sagte immer, aua, aua, meine Ohren. Ja, was hast denn an der Ohren? Hätt's Meitli gefragt. Und der Junge nahm die Hände des Mädchens und legte ihre Hände auf seine Ohren. Und die Ohren, die waren so kalt, dass das Mädchen sogleich eine Gänsehaut bekam. Ja, spürst du's? Sagte der Junge, meine Ohren sind zu kalt, ich habe keine Mütze. Ja, ja, die sind kalt in die Ohren. Ach, hätt's Meitli gesagt. Ich ha jo a Kappe auf de Ohren. Und Sally, will i dir geh. Oh, danke, danke, Mädchen. Und der Junge zog die Kappe, die Mütze, über seinen Kopf, über beide Ohren. Und da wurden seine Ohren schön warm. Danke.
Und dann ging er seiner Wege. Und das Mädchen, ja, ist auch weitergelaufen, ist gelaufen. Gloffe. Gegangen. Und Gloffe. Und gegangen. Und Gloffe. Der hörte sie, hörte das auch? Der hörte sie doch. Das war doch ein Baby, was da mitten im Wald weinte. Ein Baby. Das Büschele? Jo, wo ist er denn? Und Smeitle hätt glückt. Und du hätt sie's gesehen. Mitte im Wald. Mitte in der Nacht. A Mutti. Mit dem Büschele. Und wie sie bei der Frau, bei der Mutter stand und sagte, aber warum weint denn dein Baby so? Ach, Meitle, meinem Büschele ist kalt und ich habe kein Deckbett fürs Büschele. Ich habe auch keine Decke, aber ich habe ein Kleid an meinem Körper. Das will ich dir wohl geben. Und bei sich dachte das Mädchen, es ist ja dunkel und niemand sieht mich. Und da zog sie ihr Kleid aus und gab es der Frau. Schnell hätt Frau's Büschele ins Kleidle eingewickelt und merci vielmals, Meitle, danke, danke dir, hätt Frau gesagt. Und ich mit dem Büschele seinere Wege gegangen. Ja, und das Mädchen? Das hatte nun wirklich gar nichts mehr. Und wie sie da im Wald stand, da schaute sie nach oben. Und hoch oben am Himmel, da sah sie die Sterne funkeln. Und auf einmal, da sind Sternle vor oben Abigkeit. Und die Sterne, die Abigkeit sind, die haben sich in Goldtaler verwandelt und sind neben dem Mädchen auf die Erde gefallen. Und wie das Mädchen ein zweites Mal zum Himmel schaute, da kam von oben ein Kleid aus feinstem Linnen herunter. Und das Mädchen musste nur die Arme ausstrecken und das Kleid, das passte. Wie Argosse. So was Schönes hatte sie noch nie gehabt. Oh, und du hättest Meitle mit dem Schurz vom neuen Kleidle alle Goldtaler, die vor oben Abigkeit sind, eingesammelt. Und da war sie so reich. Das ganze Gold, das hätt klenkt. Für alles, was sie brucht hätt. Sie ist so reich geworden. Und vor allem, vor seinem Geld, hätt sie ihr Haus baut. Ein großes Haus, wo er jeder, der kein Dach überm Kopf ka hätt, sein Plätzle gefunden hätt. Ein jeder, der ein Dach über den Kopf brauchte, der fand es dort. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie noch heute.